Ladies und Gentlemen, herzlich willkommen zu einer neuen Episode hier bei Pokémon Uranium. Ja, ich habe mich mal ein bisschen schlau gemacht und ich habe gesehen, dass sich Burby tatsächlich doch noch entwickelt. Ich habe gesehen, es ist höher als Level 15 und auch höher als Level 16. Ich glaube, es war Level 17. Mich würde es aber nicht wundern, wenn es Level 18 war, aber ich glaube, es war Level 17. Wahrscheinlich liege ich damit jetzt eh wieder falsch, bei meinem Kurzzeitgedächtnis. Ja, wir stehen hier vor der Arena des zweiten Arenaleiters und ich würde mal sagen, wir gehen mal gerade rein. Alter, voll die Mega-Mucke. So, ja. Ui. Okay, Gestein, Boden und Gift. Fresh Water, dankeschön. Okay, Gestein, Boden und Gift. Und es wird hier scheinbar ein bisschen dunkel. Gestein, Boden, Gift, ja, aber der Typ. Okay, vielleicht sollte ich. Ja, eigentlich muss ich das wieder mit unserem Miezekätzchen hier machen. Ich meine, Pflanze ist nun mal echt genial dagegen. Hi. Okay, dann gucken wir noch mal. Machen wir mal hier den ersten Vortrainer. Level 14. So. Das könnte mit nur einem Pokémon ein richtig schwieriger Kampf werden eigentlich. Das müsste aber eigentlich gehen. Das sieht so ein bisschen wie Flug aus. Ich wechsle da mal aus. Guten Tag. Tackle. Tackle ist okay. Tackle kannst du sehr gerne machen. Oh, du bist Gift, deswegen. Eieiei. Okay, das ist natürlich unschön. Aber ich denke, ein Ruckzuckhieb dürfte es jetzt erledigen. So, dann können sich wenigstens unsere aktuell beiden Haupt-Pokémon die Erfahrung so ein bisschen teilen. Das ist doch auch mal was. So, dasselbe Pokémon kommt jetzt nochmal. Okay. Dann entwickeln wir uns gleich vielleicht. Also wenn mein Gedächtnis stimmt und es tatsächlich Level 17 war, dann müssen wir es eigentlich gleich sofort schaffen. Ja, sehr gut. So, dann schauen wir doch mal. Gibt es vielleicht jetzt endlich eine Entwicklung? Level 17? So, jetzt bin ich ja mal gespannt. Jawohl. Was eine schwere Geburt. Achso, ich muss noch was drücken. Congratulations, your Burby evolved into Evaden? Oder irgendwie so? Ja, das ist großartig. Ja, haben wir tatsächlich endlich mal die erste Entwicklung hier gesehen in diesem Let's Play. So, du bist hier in der Sackgasse. Dich kloppe ich doch mal um. Ich glaube, ehrlich gesagt, mit unserem Starter, der übrigens gleich Level 20 sogar schon wäre, dürfte die Arena recht easy werden. Oh, okay. Das tat weh. Wieso bist du schneller? Holy shit. Level 20. Oh, Mega Drain. Mega Drain.
trenne ich mich mal von den Egelsamen. Mega Drain hat 40. Ja, komm. Langsam ist die Zeit des Egelsamens aber auch mal vorbei. Wir lernen mal Mega Drain. So. Bulldoze. Boah, Schmerzen. So. Ja, sehr gut. Das war doch relativ einfach. Hast du noch irgendwas zu sagen? So, ich finde den Effekt irgendwie ziemlich cool, dass wenn man hier so an den Anfangsbereichen ist und dann hier so in die Mitte kommt, dass es hier tatsächlich dunkler wird. Okay, und hier kommen wir gar nicht hoch. Wir müssen wahrscheinlich erst die anderen hier wegmachen, oder? Ich vermute es mal. So, du hast ein Barrel. Das ist ja wirklich sehr interessant. Oh Mann, ich muss echt mal sehen, dass ich mein Team trainiere, jetzt wo wir auch etwas wie ein Team haben. Wobei, mir fällt gerade ein, wir haben doch Menki dabei, oder? Ja, stimmt, wir könnten Menki eigentlich auch benutzen, warum eigentlich nicht? Okay, testen wir das mal. Menki Level 10 ist eigentlich auch recht okay mit am Start mit Level 10. Gucken wir mal. Wobei, das ist natürlich auch vom Typ Stahl, ne? Ich glaube, der Low-Kick macht da nicht wirklich viel. Okay, das war ein Crit. Das war gut. Alter! Menki! Holy shit! Okay, na dann mach ihn mal weg, Menki. Das dürfte gut Erfahrung bringen. Ja. Okay, wir können hier Menki also auch ein bisschen mit benutzen. So, wir haben jetzt drei Typen besiegt. Okay. Was ist jetzt hier los? Okay, wir müssen ein Item finden, so wie es aussieht. Wahrscheinlich ist hier irgendwo ein Item unter diesem Felsen. Dann müssen wir wohl alle Felsen kaputt machen. Also von diesen Typen hat uns ja hier keiner ein Item gegeben. Hier ist doch irgendwo ein Item. Hier ist nichts. Muss ich jetzt hier alle Felsen kaputt machen und warten, dass ich ein Item kriege, oder wie? Wollt ihr mich verarschen? Oh, wo ist das Item? Ah. Hier ist nirgendwo etwas. Mache ich hier das Richtige? Okay, ich guck mal noch hier. Vielleicht ist dahinter was versteckt in der Ecke oder so. Nee. Okay, sagst du mir irgendetwas? Okay, du sagst mir einfach nur, dass seine Pokémon stark sind. Sagst du mir noch irgendwas? Ja, mach ich doch. Ich mach doch hier diese Dinger weg. Das ist doch das, was ich machen soll, oder? Ah. Okay. Das sieht richtig aus. Okay, dann würde ich sagen,
gehe ich nochmal gerade raus, mich heilen. Ich denke mal, das ist das Ding, was wir finden sollten. Und dann würde ich sagen, machen wir den Typen doch einfach mal weg. Warum denn nicht? So, jetzt bin ich ja mal gespannt. Jetzt bin ich ja mal gespannt. So, ist das das Richtige? Aha. Da ist der Typ. Oh Gott. Okay. Der hat bestimmt Level 18 bis Level 20er Pokémon. Ich gehe mal ein sehr großes Risiko ein, aber ich pack mal Mankey nach vorne. Das ist jetzt mega, mega risky, aber ich mache es mal. Oh Gott. Oh Gott. Okay. Es geht los. Devon. Level 15? Okay, wenn wir schneller sind, könnten wir es vielleicht one-hitten. Okay, Mankey, enttäusch mich jetzt nicht. Nein! Okay, das war's. Ciao, Mankey. War schön mit dir. Nein! Lol, Mankey überlebt. Mankey! Okay, ich hatte zumindest damit gerechnet, dass es über der Hälfte irgendwie sein könnte. Na gut, es war ein Versuch wert, würde ich mal sagen. Oh, das Ding hat eine Fähigkeit, dass ich nicht auswechseln kann. Das ist natürlich relativ kacke. Dann wird es mich jetzt besiegen mit Kratzer. Lol, es hat's verkackt. Es hat's echt ver... Moment. Ich mache jetzt etwas, was vielleicht ein bisschen dumm ist, aber ich benutze einen Supertrank auf Mankey und spekuliere darauf, dass er nochmal... Lol, er auch. Okay. Ich spekuliere darauf, dass Mankey diesen Kampf gewinnen kann. Ah, fuck, er macht Bulldoss. Ich hatte auf Kratze gehofft. Ja, gut. Ah, Mankey, du hast dich aber gut geschlagen. Lol, er benutzt einen normalen Trank. Er verballert seine ganzen Tränke an dem ersten Pokémon. Wie geil ist das denn? Mankey? Du machst einen hervorragenden Job, ganz ehrlich. Das war gut. Mankey, das war echt gut. Also, ganz ehrlich, Mankey Level 10 hat einen Level 15er Pokémon so in die Bredouille gebracht, dass er seine beiden Tränke benutzen musste. Das heißt, diese Tränke hat er jetzt nicht mehr für sein Haupt-Pokémon. Also, Mankey hat echt gute Arbeit geleistet. So, mein Freund. Und du bist jetzt weg. Da hilft dir auch dein Bulldoze nix. Ja, Speed Drop kannst du von mir aus machen. Aber du bist jetzt endlich mal down. Boah, Mankey, das war echt eine super Arbeit, ey. Das war echt eine super Arbeit von Mankey. Was bist du denn? Okay, du machst Verfolgung. Das ist jetzt aber nicht sehr effektiv auf mich, mein Lieber. Der ist irgendwie vom Level ein bisschen unter meinem Haupt-Pokémon. Oh, das ist, Kollege, du hast irgendwie ein paar Probleme gegen mich, oder? Du hast aber ganz schöne Probleme gegen meinen Starter. Ja, okay, das ist jetzt nicht so effektiv gegen ihn. Probieren wir mal Metal Claw. Oh. Wir können uns mal ein bisschen hochheilen, warum eigentlich nicht? Ich meine, wenn wir schon mal hier stehen. Also ich hätte jetzt echt gedacht, der wäre so Level 18, 19 und 20 oder so, aber bisher ist er nur Level 15. Was? Der ist immer noch nicht down? Doch, ich wollte schon sagen.
Level 21. Ja, komm, ich wechsle mal aus. Ich schicke mal unseren neuen Vogel rein, auch wenn das vielleicht nicht so die intelligenteste Möglichkeit ist. Aber ich denke mal, dieser zweite Orden, der ist uns sicher. Oh, okay. Oh, das ist ein Signature-Pokémon. Was kann das denn so? Oh, Giftzahn. Der giftige Giftzahn. Ja, guck mal, ich brauche nicht unbedingt mein Haupt-Pokémon. Das können meine anderen auch ganz gut lösen. Das war ein Crit. Und ich wurde auch noch vergiftet. Eieiei, boah, reicht das jetzt? Es könnte ganz knapp reichen, es könnte auch ganz knapp nicht reichen. Ich riskiere es. Und? Nein! Ein HP! Ein HP! Och, guckt euch diesen Fitzel an! Ein HP, ey! Und wisst ihr, wer es jetzt macht? Das macht jetzt Beryl. Das macht jetzt Beryl, mein Lieber. Oh yeah. Beryl hat nämlich Sturdy, wenn ich mich richtig erinnere. Und den will ich jetzt einfach wegmachen, mein Freund. Den will ich mit Tackle jetzt einfach umklatschen. Was? Dick? Ernsthaft? Oh, das ist schon bitter, ne? Das ist schon bitter, als Arenaleiter gegen ein Level 8 Pokémon zu verlieren. Das ist schon echt bitter. Und das ist ein Level-Up für Birdie. Und fast sogar noch ein Level-Up. Tja, das war wohl nichts, mein Lieber, ne? Das war wohl nix. Dankeschön, der zweite Arena-Orden. Und Brick Break. Ja, schön. Dankeschön. Ja, das ist, ja, sehr gut. Also, so, läuft. Okay. Ja, easy peasy, ne? Das ist der zweite Orden. Wir kommen hier recht gut voran. So. Ich würde vorschlagen, im Fokus steht jetzt echt mal der Rest unseres Teams. Unser Main-Pokémon ist, denke ich mal, gut genug trainiert. Unser Vogel hat sich entwickelt. So, Level 21, ja, das brauche ich jetzt erstmal nicht einsetzen, es sei denn, es wird eng. Level 17 ist eigentlich auch erstmal okay. Ich pack mal ihn nach vorne. Weil er soll mal ein bisschen trainiert werden. So, ich gehe mal sehr stark davon aus, dass es hier jetzt weitergeht. Och, ja, gar keine Bewachung. Sehr schön, kann man einfach durchgehen. Gefällt mir. Das sieht doch sehr verdächtig nach einer neuen Route aus, würde ich sagen. Bevor ich gegen den Typen kämpfe, gucke ich mal gerade auf die Karte. Was? Okay, ich bin wahrscheinlich hier gerade. Das heißt, das ist wahrscheinlich die nächste Stadt, oder? Warte mal. Kann es zufällig sein, dass rote Städte, Städte von Arena... Nee, dann wäre ich ja nicht bei 8. Nee, das kann irgendwie nicht sein. Okay. Ja, neue Route, neues Glück. Hi. Ach, du möchtest gar nicht kämpfen? Na gut, dann gucken wir doch mal, was es hier so für Pokémon gibt. Und ich sehe da ein Item am Strand. Ein Rettern! Ein Rettern! Ja, moin! Rettern, wie geht's denn so? Wie geht's denn so? Lange nicht mehr gesehen. Ja, du machst gut Schaden. Ich sehe ja schon. Ja, okay. Rettern, ich verstehe dich. Machen wir das mal so.
Aber bitte nicht vergiften, Retter. Ne, bitte nicht vergiften. Bitte nicht vergiften. Ja, gut. Machen wir mal Air-Cutter. Okay, er hat mich schon mal nicht vergiftet. Das ist auf jeden Fall sehr nett. Was gibt es hier denn noch so Schönes? Ach ja, stimmt. Hatte ich nicht eigentlich gesagt, ich wollte neue Pokémon fangen? Ja gut, jetzt habe ich ja die Chance. Jetzt habe ich ja die Chance. Dann fangen wir uns das Rettern jetzt mal. So, wir wechseln mal wieder. Dann wollen wir uns dieses Wetter doch mal fangen. Ja, perfekt. Perfekt. Du hast mich jetzt ernsthaft paralysiert. Das ist verarschen. Dafür werfe ich dir einen Pokéball direkt an die Stirn. Ach komm schon, Rettan. Rettan, bitte. Ein normaler Pokéball muss doch reichen. Kann es sein, dass das immer dreimal wackelt? Ich glaube, es gibt hier gar keine Animation für einmal oder zweimal. Es wackelt immer dreimal. Wie bei Pro. Da wackelt es, glaube ich, auch immer dreimal. Ich wollte nicht. Nein. Kein Spitznamen. Und Beryl erreicht Level 10. Und er versucht, Headbutt zu erlernen. Was kannst du denn so? Ja, hier, guck mal. Hertha braucht doch mal wirklich gar kein Mensch, ey. Sehr schön. Lol. Okay, das habe ich jetzt nicht gesehen. Ein Trainer. Guten Tag. Ich würde gerne mein Beryl trainieren. Wäre das bei Ihnen möglich? Ich kann mal gucken, ob ich hier selber kämpfen kann, aber ich glaube, ja, wobei Donnerschock dürfte halt mal so gar nichts abziehen. Wait. Bin ich nicht? Ich bin doch. Bin ich nicht Bodenstahl oder Gesteinstahl? Das dürfte mir doch eigentlich gar nichts ausmachen. Okay, warte mal, ich benutze mal. Ich habe gar keine normalen Tränke mehr. Egal. Verschwendung! Verschwendung! Hashtag Verschwendung! So, komm, ich glaube, wenn er jetzt nicht krittet, zieht er nämlich kaum was ab. Sag mal, bin ich blöd? Was bist du? Du bist Gesteinstahl. Wieso zieht mir Donnerschock auch nur ansatzweise irgendwas ab? Was zum Henker ist hier los? Muss ich verarschen? Das ist ja ein Witz. Das, also. Okay, dann muss ich weiter mit Auswechseln hier trainieren. Da ist der Supertrank gerade echt verschwendet gewesen. Ach, ich bin so ein Vollhorst. Erstmal mit einem Flug-Pokémon in Elektroattacken reinwechseln. Alter. Holy shit. Ja, großartig. Ich sehe schon hier nach erstmal zurück in die Stadt. Erstmal zurück in die Stadt, das macht ja mal gar keinen Schaden. Ach komm, ey. Es hilft nichts. Unsere Mietze muss wieder ran, es hilft ja nichts. Ich muss das Training irgendwie mal aufscreen machen. Es hilft ja nichts. Ach, jetzt machst du Tackle oder was? Willst du mich verarschen? Willst du mich verarschen?
Aber gut. Die Erfahrung wird jetzt quasi gedrittelt. Also alle bekommen ein Stückchen vom Kuchen ab. So. Ja, guck mal. Jawohl, guck mal hier. Richtig gute Erfahrung. Gut, ich gehe mich mal gerade heilen. Ich habe gehört, das ist eine sehr gute Idee. So, einmal bitte heilen. Ich frage mich echt, wann wir mal die ersten nuklear verseuchten Pokémon sehen. Ich habe ja die Vermutung, wenn wir so in den Norden der Region kommen, weil hier im Süden ist ja quasi noch alles normal, aber die Nuklearkatastrophe, die ist ja im Norden passiert. Und ich denke mal, je weiter wir nach Norden kommen... Oh, Citrusberry, sehr gut. Je weiter wir nach Norden kommen, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir von dieser Nuklearkatastrophe etwas mitbekommen. So. Hier liegt ein Item. Ein Elixier. Mhm. Okay. Hier unten lag ja auch noch was. Das holen wir uns auch mal. Ein Äther. Warum denn nicht? Okay. Und hier war noch was. Ein Nugget. Das trifft sich doch sehr, sehr gut. Was man hier wo angeln kann. Erstmal versuchen. So. Was könnten wir denn hier angeln? Schauen wir doch mal. Okay, das war nichts. Das hat nicht funktioniert. Hier kann man doch bestimmt was angeln, oder? Ach komm schon. Einmal versuche ich es noch, einmal geht noch. Alle guten Dinge sind drei. Okay. Okay. Ja, muss ich mal gucken. Was scouten wir mal? Ja, okay, hier stehen drei Typen. Hi. Du bist ein Trainer, ich bin ein Trainer. Wir müssen gegeneinander kämpfen. Ein Triathlet. Was ist das denn? Beryl, kannst du das vielleicht irgendwie besiegen? Hm. Nimm mal Headbutt. Okay. Okay. Die Schiene machen wir also. Ich wechsle mal auf Rock Smash. Das dürfte mir eigentlich nicht wirklich... Ich bin Gesteinstahl. Ich bin fucking Gesteinstahl. Wieso bist du wieder Elektro? Kann ich hier schon wieder nicht meinen Vogel einwechseln? Ich verstehe das nicht. Gesteinstahl? Da dürfte mir Elektro doch eigentlich fast gar nichts ausmachen. Hier, wir können ja mal unsere neue Katze hier probieren. Gunther, ich habe hier einen Bedroher im Petto. Quick Attack. Das ist okay. Tja. Erz. Oh, Alter. Erstmal nicht treffen. Komm schon. Dreimal getroffen. Die Beere halt. Es könnte klappen. Quick Attack ist okay. Aber jetzt sind wir, glaube ich, in einer Range, wo ein Spark potenziell killen könnte, ne? Oh, guck mal. Jetzt aber. Jetzt aber. Nein! Nein! Oh, komm schon, Miezekätzchen, nein!
Oh gut, er macht nicht Spark, er macht Quick Attack, das reicht auf keinen Fall aus und das war's. Na, guck mal, es geht auch ohne. Ja, ich möchte wieder wechseln. Ich möchte nämlich wieder auf unser Barrel wechseln. Denn das soll leveln. Ah, guck mal, nach dem Kampf auch schön Level 11. Sehr gut. Du bist doch ein Feuervogel, oder? Okay, wir wechseln mal wieder ein bisschen hin und her. Du bist doch ein Feuervogel. Was ist das? Alter! Holy shit! Und meine Beere auch noch weggebrannt. Was zum Henker war das denn? Was ist hier los, ey? Holy moly! Ja, das reicht aber nicht, mein Freund. Alter, was ist mit den Trainern hier los, bitte? Level 11 für Barrel, jawohl. Ich glaube, Barrel entwickelt sich auf Stufe 13, 14 oder so. Alter, holy moly. Holy moly. Okay, wir müssen hier mal wieder ein paar Beeren vergeben. Ah, du kannst eigentlich mal die Beere hier haben. Du kannst mal die Beere hier haben. Und du eigentlich auch. Sehr gut. So, würde ich sagen, gegen den Typen kämpfen wir noch. Aber erst nachdem ich mir dieses Item geholt habe, rettern die weg. Rettern, geh doch bitte weg. So, ich wette, ich kann nicht fliehen, oder? Natürlich nicht. Hat die Beere jetzt ernsthaft einen Supertrank? Hat die Beere jetzt ernsthaft... Ach, das ist doch ein Witz, ey. Die Beere hat ernsthaft sofort die Paralyse aufgehoben, das ist ja wohl... gehen wir mal diese Beere. Okay. Was ist denn mit die hier los? Achso, du möchtest gar nicht kämpfen. Ja. Ha! TM10 Hidden Power! Boah. Okay, ich würde mal sagen, ich stelle mich mal hier genau in die Mitte der Brücke und werde die Folge an dieser Stelle beenden, was sich am anderen Ende der Brücke befindet. Ob es möglicherweise zwei Trainer sind, die wir gerade schon gesehen haben. Das... Lol. Okay, Moment, ich stelle mich genau hier hin. Nicht, dass mich der Typ da doch irgendwie offscreen anlabert, das wäre ein bisschen ungeil. Ja, ich werde mal offscreen zum Pokémon Center rennen und mich heilen und offscreen vielleicht auch mal mein Team ein bisschen trainieren. Wahrscheinlich werde ich es eh nicht machen, ich kenne mich. Ich habe dazu dann doch wieder keinen Bock und mache es dann doch hier wieder in den Folgen. Aber unser Team wird so langsam. Wenn ich hier nochmal einen abschließenden Blick drauf werfe, Barrel ist schon Stufe 11, Mankey ist kurz vor Stufe 11. Unsere andere Katze hier ist sogar schon kurz vor Stufe 12. Also den einzigen, den wir hier nicht wirklich mittrainieren, ist hier S'more. Aber das kommt sicherlich auch noch. Unser Team wird so langsam. Ja, auf dem Weg zum dritten Arena-Leiter. Damit geht es weiter in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen. Haut rein. Bis dann und ciao.